Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Mond-Saturn-Quadrat vom 25. Mai 2021. Hey Greta Thunfisch, wie die Hopsasa, wie die Tralala, fantastisch. Ja, ja, die Märchenstunde geht weiter. Das Verhalten, wir wollen das Verhalten der gesamten Überlebenden, also welche die wunderbaren Therapien überlebt haben, nachhaltig verändern, dass wir wieder in einen Agrarkombinatstaat zurückgeführt werden. Ja, super, bingo, 1000 Punkte, eine Fußreise nach Japan gewonnen. Hier gibt es interessante Videos über den sogenannten Milankovic-Zyklus. Ja, da wird dann beschrieben, warum sich Klima ändert. Also das hat, wenn es mit irgendetwas überhaupt nichts, aber so absolut null zu tun hat, dann ist es CO2. Also damit hat es als allerletztes zu tun, aber es hat natürlich mit etwas ganz anderem zu tun. Bagare. Ah, Giuseppe, du bist immer gewesen eine gute Bezahler. Ja, immer zahlen. Zahlemann und Söhne, 1000 Milliarden Euro von der Europäischen Union zur Bekämpfung der Klimakatastrophe. Finde ich grandios, großartig. Die Gelder werden natürlich, wie wir wissen, nur widmungsgerecht verwendet. Es werden nachweislicherweise alle Christbaumkugeln jetzt mit CO2 gefüllt. Also eine grandiose Operation, die hier läuft, an IQ-Überlegenheit kaum noch zu unterbieten. Wenden wir uns mal kurz noch diesem Horoskop zu, weil da stehen gar wundersame Dinge. Wir waren zuletzt stehen geblieben bei Jupiter als Herrscher des 10. Hauses im Quadrat zur Sonne im 2. Haus. Wer ist die Sonne im 2. Haus? Die Sonne im 2. Haus beschreibt die Gesundheitsmaßnahmen, die sehr einträglich sind. Also das bringt sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, wie viel hat die EU bestellt? 1,8 Milliarden von diesen wunderbaren Heilstoffen. Und da könnte die eine oder andere Provisionszahlung hängen bleiben. Das ist halt in Sizilien so üblich, also man zeigt sich erkenntlich. Aber hier dürfte offensichtlich übertrieben worden sein und diese offensichtlichen Provisionszahlungen, dieses offensichtliche Abkassieren von bestimmten Leuten, dürfte den Staatsipaten sozusagen jetzt auf den Kopf fallen, weil das schaut nicht sehr gut aus. Dieses Quadrat würde ich jetzt als suboptimal bezeichnen. Wir haben dann noch weiters ein Quadrat zu den Behörden. Ja? Nicht nur, dass die Behörden, die Schergen der Staatsipaten im 12. Haus, im Lügenhaus fest verankert sind, fest im Sattel sind, so gibt es hier bereits Probleme mit Uranus. Uranus, Saturn-Uranus-Quadrat, unser Jahresquadrat, seit, glaube ich, vor 2 Tagen ist Saturn wieder rückläufig geworden, das heißt, das Quadrat wird wieder enger, das heißt, da muss jetzt nachjustiert werden, nachgebessert werden und hier stellt sich offenbar heraus, dass es mit den Finanzen Probleme gibt, denn, und das ist wieder eine Information in Richtung Finanzsystem, sie erlügen es nicht mehr, auf Wienerisch, sie darlieren es nicht mehr, ja? Also es ist schwierig, wie man dieses unfassbare Konvolut an Lügen noch aufrecht erhalten möchte. Aber mehr dazu dann im 4. Teil. Ende.